Wow, ich hab's geschafft. Wow, es wackelt alles. Okay, es geht wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Doraemon. Friends of the Great Kingdom. Ich dachte, es wäre lustig, die Folge so zu beginnen. Und es war etwas unterhaltsam, jedenfalls für mich. Gut, geschafft. Ich hab's geschafft. Was geschafft? Riesengemüse zu züchten. Hier, guck mal. Was? Echt? Wow, Lumis, Glückwunsch. Yay! Was? was für ein riesiges Gemüse? Ich erkläre es dir mal. Unglaublich, oder? Wie in dieser Geschichte mit der Riesenrübe? Lustig, das hat Nobita auch gesagt. Die Geschichte ist bei euch ja sehr bekannt. Aber ja, genau so. Wow, klingt super, aber wie wird so ein kleiner Samen so groß? Durch Nährstoffe und sowas, oder? Biologie. Giant. Biologie. Versuchen wir ihn zu pflanzen. Gute Idee. Ich kann es kaum erwarten, wie er wohl gedeiht. Wir werden es, denke ich mal, bald herausfinden. Los geht's. Aber es ist ein Rübensamen und Frühling ist auch nicht mal so lang. Ich wünschte nur, mein Vater könnte das sehen. Ihm habe ich zuerst von dem Plan mit dem Riesengemüse erzählt. Ist aber schon etwas her. Wie? Ah. Vater, hör mal, ich habe die beste Idee. Bereit? Also, Riesengemüse. Du bist immer so voller Energie, Junge. Ja, hör mir mal zu. Ich denke an dieses Riesengemüse und wenn wir das hätten, dann gäbe es keinen Hunger mehr. Und mit vollen Bäuchen wären wir alle glücklicher. Ah, das klingt wirklich nach einer tollen Idee. Ja, findest du? Ich werde fleißig lernen und du zeigst mir, wie ich das schaffen könnte. Hä? Meinst du etwa, du schaffst es nicht allein, mein lieber Lumis? Ich schaffe es. Es ist bloß... Was denn? Ich will es nicht allein tun. Ich will das nicht allein tun. Lumis. Hier, behalte das. Bis es mir besser geht. Aber... Das ist dein Lieblingsanhänger. Und zwar musst du ihn so öffnen. Sieh mal. Das sind Mutter und du. Und ich. Wenn ich mich allein fühle, sehe ich mir diese Bilder an. Es erinnert mich daran, dass wir eine Familie sind und immer zusammenhalten. Ja, aber wenn ich es nehme, wird es dir nicht fehlen? Ach, ich bin doch der coolste Vater aller Zeiten. Außerdem besuchst du mich noch. Ja. Also, experimentiere mit deinem Riesengemüse. Ich bin schon ganz gespannt. Ich, das werde ich, Vater. Wart's nur ab. Oh. Lumis, was ist denn los? Alle warten schon. Oh, okay. Hey, Nobita. Ja? Ich bin so froh, nicht aufgegeben zu haben. Danke. Gern geschehen. Der ist nett. Nicht so wie so Neo und Giant, die sind immer gemein zu mir. Aber Lumis ist nett. Genau wie Shizuka. Oh. Das Beet für Riesengemüse ist soweit. Können wir echt so großes Gemüse anbauen? Natürlich. Aufregend, aber ist das nicht kompliziert und geht sich wieder in die Luft? Okay, es braucht genauso viel Wasser und Dünger wie normales Gemüse. Aber Riesengemüse muss im Riesengemüsebeet gepflanzt werden. In gewöhnlichen Beeten nimmt es nur Platz weg. Ich habe übelst viele Beete und ach egal, ich hinterfrag's nicht. Merke ich mir. Riesengemüse ist kompliziert, man braucht Hilfe beim Ernten. Bring jemanden mit, um es zu ernten. Okay, Freunde mitnehmen, um Riesengemüse zu ernten. Forever alone. Okay, ich hoffe, ihr helft mir, wenn es soweit ist. Da kann ich nicht nein sagen. Na klar, gerne. Warum nicht? Alles klar, vielen Dank euch allen. Oh. Okay, ich bereite die Samen dieser Riesenrübe für dich vor. Komm später zu mir. Riesenrüben wachsen im Frühling. Sag's mir, wenn du Samen für andere Jahreszeiten willst. Bring mir dafür nur die nötigen Komponenten. Abgemacht. Okay, Riesengemüse kann auf speziellen Feldern angebaut werden. Riesengemüse anbauen. Riesengemüse kann weiß angebaut werden wie jedes andere, indem man Boden bearbeitet. Riesengemüse zu ernten braucht man Hilfe. Riesengemüse braucht mehr Zeit zum Wachsen als normale Feldfrüchte. Kauf eines Riesengemüsesamens. Sprich mit Lumis, um Riesengemüsesamen zu kaufen. Nachdem du ein Riesengemüse geerntet hast, kannst du am nächsten Tag den Boden wieder bestellen. Ach, am nächsten Tag erst.
Okay. Wie viel da ist, also ich muss mir das gleich mal genauer angucken. Hi. Guten Konnichiwa. Tag, Nobita. Hore? Minister Ponius? Was machen Sie denn hier? Mir ist so angekommen, dass du auf dem Hof ziemlich hart arbeitest. Niskala. Und deshalb bin ich hier mit einer kleinen Belohnung für deinen Fleiß. Oh, was ist es? Was kriege ich denn? Doroemon. Ah, die menschliche Lok. Menschliche Lok? Toll, aber darf ich sie wirklich, dass sie wirklich einfach so zurückgegeben werden? Um Himmels Willen, nein. Ich habe mir die Freiheit mal wieder genommen. Sie ist als eine Art, die Jugend von heute zu ermutigen, weiterzumachen. Und versprich mir, Prinz Lumis weiterhin auf der Farm zu unterstützen. Aber sicher doch. Ausgezeichnet. Ich habe die menschliche Lok bei Doraemon gelassen. Du kannst mit ihm sprechen, wenn du den Apparat einmal brauchst. Danke, Mr. Ponius. Ah, du brauchst mir nicht zu danken, mein Junge. Immer weiter so. Cool, damit können wir schneller laufen. Ob wir auch irgendwann die Zaubertür kriegen? Wieder? Ich hoffe es. Die war super. Ich habe die Zaubertür damals gerne benutzt. Da konnte man sich Shortcuts setzen und das war super nice. Warte auf Lumis. Erfüllt. Okay, ich habe wieder 10.000 Sachen erfüllt. Gibt es denn hier zu viel? Oh, ich kann da vorne dashen. Ich habe gerade mit meinem Freund Takes-Two gespielt. Und da kann man so nach vorne dashen und das will ich gerade machen, aber es geht nicht, weil dieses Spiel nicht Takes-Two ist. Dieses Spiel ist Story of Seasons, Doraemon. Okay. Das war jetzt ein bisschen doof. Muss ich alles alleine gießen? Wo sind denn die anderen? Da Klotz ist halt noch am Essen. Am Mampfen. Warte mal, ich guck mal generell hier nochmal ganz kurz. Inventar. Wo sind die Riesensamen, lol? Ich habe keine Riesensamen. Ich dachte, der Schachtel, er hätte uns einmal Riesensamen gegeben, irgendwie. Der Lumis. Hat er aber nicht. Der Lümmel. Habe ich hier noch mehr Erdbeeren angebaut? Oh mein Gott, mein Vergangenheits-Ich war ganz schön wild. Okay, cool. Komm, gibt's hier wieder Erdbeerchen? No. Alles. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch, ich weiß, ich meine, die Beschreibung, die brauchen länger als normale Pflanzen, ist jetzt auch nicht so präzise. Wie lange braucht denn jetzt eine Rübe? Schaffe ich es, eine Rübe anzubauen noch? Was machst du da? Ah, jetzt okay. Und oh boy, wenn ich eine bessere Gießkanne hätte, wäre ich so glücklich. Rein gar nichts zum Ernten. Jetzt kommt ihr alle raus, ihr kleinen Faulpelze. Das ist ja hochkriminell. Doraemon, warte. Hi. Hier, bitteschön. Yay, die menschliche Lok. Wird jetzt erklärt, wie sie funktioniert. Weißt du, wie man die menschliche Lok benutzt? Setze sie einfach auf deinen Kopf und du kannst dich schneller bewegen. Aber nicht sprechen oder Karte, Inventar oder Aufträge überprüfen. Probier's aus, wenn du Bäume oder Pflanzen bewegen willst. Hä? Bäume oder Pflanzen bewegen? Komm, schnell bewegen. Lege Gegenstandslot und begrenzt. Um sie. Lege sie in einen begrenzt. Unbegrenzt oft, lol. Wir gucken einfach mal, what's going on. I will try it soon. Okay. Wir haben die menschliche Lok erhalten. Es ist Zeit, sie auszuprobieren. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Menschliche Lok. Alter Junge. Das ist schon cool. Was geht ab, Leute? Okay. Das war ja witzig. Doch, Emon, möchtest du mir beim Pflanzengießen helfen? Ja, hilf mal. Du machst von da? Okay. Trink das aus! Ich finde die Gedanken komisch, dass Pflanzen irgendetwas austrinken sollen. Aber ist okay. Warum auch nicht? Oh, er ist schon ganz dreckig. Du hast kaum was gemacht, doch, Emon. Ganz schön faul. Oder Trickspatzig. Okay, wir trennen uns mal wieder. Ich mach Schluss mit dir, Doraemon. So, wir gucken mal nach den Chickies.
Das Übliche, you know. Hab ich an die Wanne hier nichts Besonderes, aber ich kann sie mal knuddeln. Oh, knuddeln? Ja, und knuddeln. So, ihr kriegt auch noch Leckerchen, wenn ihr wollt. Und Futter. Ich müsste... Ja. Ich müsste mal Hühnerfutter... Kann man Hühnerfutter hier selbst herstellen irgendwie? Ups. Liegt denn das? Ich weiß es nicht, lol. Also, ich denke, es wird ähnlich wie im ersten Teil sein, deswegen. So, Leckerlis haben wir auch nicht mal so viele. Wir müssen Hühnerfutter und Leckerlis kaufen. Ja, wirklich. Viel bringt es aber auch nicht, ne? Ich habe mal geguckt hier bei Freunde. Wenn ich da mal Tiere reingucke. Also, Bakumu, mag mich jetzt ein Herz. Eins. Das ist noch nicht so viel. Das ist gerade aber ein halbes Herz Zuwachs. Wir fangen ja mit einem halben Herz an. Glaube ich. Das ist der Start der Arbeit. Aber okay, ne? Ich bin halt eben noch so Mitte, Ende der ersten Jahreszeit und habe die mir erst geholt, aber. Ich habe selbst einfach hohe Erwartungen. Wie immer. Nein, das Ei will ich dir nicht geben. Ich will dir ein Tierleckerli geben. So. Bürste. Bürste. Oh. Ich will nicht. Ich will einfach nur. Hab ich schon mit euch geredet? Anscheinend. Der Stofi. Na dann. No. No. Ich bin ein Alpaka. Ich mache. Miau. Cute. Because I am so cute. Here we go. Okay, gut. Wir haben. Oh Gott, meine Energie ist schon wieder übers Weg. Ich habe einfach zu viele Pflanzen angebaut. Das ist schlimm. Ich brauche dringend eine bessere Gießkanne. Okay. Dann machen wir erstmal weiter. Erstmal kurz innehalten. Wie viel Gold habe ich denn? 6 Stück. Wie viel brauche ich denn für das nächste Upgrade? Vielleicht 8 oder 6? Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwas reinstecken? Hab ich. Jetzt habe ich nur noch einen. Oh ne, sind das zwei? Achso, sind eh zwei. Okay, ne, Moment. Ah ja, den Goldfisch. Den Goldfisch. Oh ne, der Goldfisch. Ah, vergesst es. Was will ich denn mehr? Das ist gleich hier. Okay. Ich versuche gerade irgendwie gerade mein Shit together zu kriegen. Sorry. So, das kommt jetzt hier rein. Ach ja, jemand wollte noch ein paar Eier haben. Ich versuche gerade irgendwie in meinem Kopf gerade Dinge zu sortieren. Okay, ich habe noch 25% meiner Energie. Das ist nicht so viel, aber okay. So, Anfragen. Ori möchte 2 Fische, das ging mir hin. Und Poppy möchte 3 Eier. Da brauchen wir noch eins. Aber dann haben wir das schon. Das ist doch gut. Kommt nicht davon eins. Eine Mispel ist hier auch schon drin. Wunderschön. Okay. Dann, wo ist denn Ori? Auf dem Burgplatz. Also auf dem Burgplatz ist gerade richtig Rabatzamba. Wir gehen einfach mal dahin. Hallo, Sneo. Ich will doch kurz quatschen. Alles cool. Keine Sorge, du musst nicht arbeiten. Um Himmels Willen. Wo kommen wir denn da hin? Okay, doki, loki. Hi. Oh, du bist so süß. Ich liebe dich. Mary, wir kaufen gleich noch ein bisschen was bei dir. Gut, dass du hier so rumstehst. Ja, ich kaufe gleich mal noch 20 Mal Hühnerfutter. Und noch ein paar Mal Leckerlis. Okay, danke schön. Kurz auf die Nuss. Bis süß. Ich kaufe bald bestimmt noch mehr. Mal gucken. Okay, da okay. Ich hatte gerade noch andere Kühe. Also so eine braune oder sowas. Die hat ja auch so. Oder ein schwarzes Schaf. Die hat ja auch so alternative Tiere. Oh, hi, Bebop. Piep. Piep. So. Oh, jetzt wäre es praktisch, wenn ich einen Stab bei mir hätte. Weil damit ich wüsste. Oh. Kann ich mich eigentlich von denen noch anfreunden? Nee, das geht nicht. Kann ich hier eigentlich durch? Nein, da schimpfen die. Okay. Ach, die sind doch bestimmt die Mama besuchen. Hi. Ein Krankenbesuch hier. Hallo. Hi. Psst, Shizuka. Hast du sie schon gefragt, was sie von ihm hält? Ja, dass die Rehe immer arbeitet und Rody immer aushilft, ist es schwierig, sie alleine zu erwischen. Wenn das so weitergeht, werde ich sie nie fragen können. Oh, verstehe. Noch nicht. Und Rody kommt bald runter, also geht's jetzt auch nicht. Oh, hi. Oh, Hinobita, wusste nicht, dass du hier bist. Hallo.
Grüß dich. Nee. Styria, hast du Hunger? Ich habe dir was zu essen gemacht. Gleich. Ach, du liest schon den ganzen Tag. Das ist nicht gesund. Wie wär's mit ein paar Steckrüben? Ja, sehe ich auch so. Hörst du mir überhaupt zu? Nee, komm schon, mach eine Pause. Ach, das rätst du doch auch immer deinen Patienten. Ich sagte doch gleich. Hä? So danach? Was? Nichts, es ist nichts. Mir ist eingefallen, dass ich noch etwas in Marys Laden abholen muss. Ja, genau, Zutaten. Es wäre auch gute Bewegung. Zutaten? Aus Marys Laden? Du meinst doch Sally, oder? Ja, stimmt, natürlich, Sallys Laden. Dann gehe ich mal los. Vielleicht sollte ich mir einen Snack holen. Was ist denn mit dir los? Na gut, bis später. Ich frage mich, was mit dir auf einmal los war. Du weißt es wirklich nicht? Was weiß ich nicht? Was ist denn passiert? Ja, lass uns ihr folgen. Okay. Männer. Styria! Hey, Styria! Was macht ihr beiden denn hier? Du warst so schnell aus der Klinik raus. Wir dachten, dass was nicht stimmt. Geht's dir gut? Ach ja? Oh, Nobita. Das habe ich nicht gemeint. Was? Sie war so verlegen und ist weg, weil sie schüchtern war. Dr. Styria mag Rowdy. Stimmt's, Styria? Was, Shizuka? Was? Tut sie das? Woher weißt du das? Das ist dir wirklich nicht aufgefallen. Was ist los mit mir? Es ist auch nur Rowdy. Na, dann ist ja das ja die Lösung für alles. Sag mal, Styria, wir müssen dir was erzählen über Nobita! Das reicht jetzt. Das ist nicht deine Sache, es zu erzählen. Stell dir vor, wie Rowdy sich fühlt, wenn du mit ihr sprichst, bevor er das tun kann. Und wenn er sich nie traut, ihr seine Gefühle zu gestehen, sollen wir es wirklich für ihn machen? Wirklich es für ihn machen? Er muss es selbst tun. Ja, okay, du hast wohl recht. Oh, du erzählst dir ja nichts von Rowdys Gefühlen, verstanden? Nun, da wir wissen, dass sie ihn mag, werden wir sie nur dezent ermutigen, mehr nicht. Okay, ich versuche nichts auszuplappern. Meinst du, er weiß es schon? Keine Sorge, Dr. Styria, Jungs merken nie was. Wirklich? Ja. Sag mal, Doktor, wenn du Rowdy magst, warum sagst du es ihm nicht? Shizuka und ich drücken die Daumen. Danke für die Unterstützung, aber das müsst ihr nicht. Ich bin sowieso nicht gut für ihn. Warum das denn? Er ist doch perfekt. Er kümmert sich um alles, hilft mir bei der Klinik, er kocht, er räumt auf und die Patienten lieben ihn. Viel mehr als mich, ehrlich gesagt. Und was mich angeht, ja. Das ist doch selbst gesagt. Die kühle, arrogante Ärztin. Von Arbeit besessen und distanziert. Und dann bin ich ständig am Forschen, während sich Rowdy um alles andere kümmern darf. Aber das tut er doch gern. Rowdy findet dich toll. Er kümmert sich doch gern um dich. Ja. Klar, bestimmt. Jeder liebt die kühle, grimmige Stadtärztin. Oh, sie wirkt schon wieder so deprimiert. Sie hat wirklich wenig Selbstbewusstsein. Wenn das so weitergeht, wird sie Rowdy noch einen Korb geben. Was, warum? Obwohl sie sich beide mögen? Ach, das hast du doch du hast doch gehört, was sie sagte. Sie findet sich zu kühl und distanziert, um Rowdy zu gefallen. Distanziert? Eher zu involviert? Warum sollte sie sonst ihre ganze Freizeit mit Arbeit verschwenden? Ja, und weil sie so ist, wird sie unbeholfen und schüchtern, weil jemand ihr so viel hilft. Rowdy macht die Hausarbeit, oder? Vielleicht fühlt sie sich besser, wenn sie was davon übernimmt. Verstehe. Sie mag's nicht, wenn andere was für sie tun, aber wenn sie hilft, ist es okay. Hey, Styria, hör dir das an. Ihr wollt, dass ich mich um den Haushalt kümmere? Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Ich wollte es einfach vermasseln. So wie ich alles vermassle, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Wirklich? Aber als Ärztin bist du doch super clever und musst hart arbeiten, oder?
Und wenn du das schaffst, dann schaffst du auch alles andere. Du hast leicht reden. Nur Peter hat recht. Du würdest alles schaffen, was dir in den Sinn kommt. Ja. Und ehe du dich versiehst, bist du genauso gut darin wie Rhodey. Und sobald du das kannst, könnt ihr euch die Hausarbeit teilen. Genau. Und dann fühlst du dich nicht mehr als Last und denkst nicht, dass er allein alles erledigt. Und dann sagst du ihm, was du fühlst. Denn ihr seid dann gleichwertige Partner, die sich umeinander kümmern. Nobita, Shizuka. Keine Ahnung, wie ihr auf diese verrückte Idee kam. Aber ich denke, ein Versuch ist es wert. Du machst es? Alles klar. Zeit für Dr. Styria, eine weitere Fähigkeit zu erlernen. Ja. Oh. Sieht ganz so aus. Ach, sie ist so süß. Süß. Sie sind alle süß. Das ganze Spiel ist süß. Oh mein Gott, ist das süß. Süß. So. Was ich eigentlich wollte? Ori? Ori? Bist du doch da? Oh, ist Ori überhaupt da, Leute? Da. Hallo. Ach, ihr Süßen. Hallo. Ach, hallo, bei dem Wetter möchte ich den Gegend erkunden. Wo genau geht's denn heute hin? Prüfen. Kannst du mir bringen, was ich auf der Pinnwand geschrieben habe, Nobita? Auf das behalten. Bin dabei, Bro. Warte, ups. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich such's gerade. Ausnehmen und geben. Danke, dass du mir geholfen hast. Bitteschön. Ah, da bist du ja. Bitte. Sehr, wie versprochen. Ach ja, stimmt. Der Pokal. Den hab ich ganz vergessen, lol. Okay, süßen Pupsis. Dann macht mal euer Ding. Ich guck mal hier nach oben. Hi. Oh, ihr seid am Frühstücken. Das ist echt lecker. Oh, Mampf. Ich liebe es. Es ist so simpel. Einfach so Mampf. Und es ist einfach... Ich weiß nicht, dass es simpel ist, aber es ist so liebevoll alles gemacht. Es ist einfach so schön. Ich bin einfach zufrieden. Ich weiß nicht, wieso. Es gibt bestimmt viel bessere Spiele mit einer anspruchsvolleren Mechanik und so. Und eigentlich stehe ich auch auf sowas. So zu einfach darf es nicht sein. Aber irgendwie genieße ich das hier einfach gerade. Ich genieße es einfach. Man muss auch mal was genießen können. Hi. Oh, Oma Dolly, Süßes ist vorbeigebracht. Sehr lecker. Ich hoffe, sie bringt noch mehr. Zusammengehen. Brauchst du Hilfe? Achso, zusammengehen heißt das. Ah, verstehe. Nein. Wir trennen uns. Chain, das mit uns beiden? Das wird nichts. Es tut mir leid. So, hi. Willkommen. Was suchst du? Was gibt's denn in Deko eigentlich? Stühle, Sofa, Regal. Ich kann mir sogar ein eigenes Bett holen, lol. Holzstuhl, Stein. Gibt es auch ein Holzbett? Ein schwarzes Stein. Ein Steinbett. Es gibt sogar ein Bett aus Stein. Geil. Okay, Country. Erholung. Ja, da brauchst du wieder. Oh, was ist hier? Das sind, glaube ich, auch die gleichen Sachen, die es damals gab. Oh, Blechspielzeug. Aus Blechspielzeug. Einrichtungen. Stolzer Topf. Leidenschaftlicher Topf. Zerfetzer Schnitzerei. Bärenschnitzerei. Bergherrschnitzerei. Okay. Kirschblütenstuhl. Oh. Ich brauche Kirschblütensachen. I love Sakura stuff. So, Dekor. Ach, für draußen. Oh, da brauchen wir sogar Metallschrott dafür. Lol. Oh mein Gott. Cool. Da gibt's Zäune. Holzwege. Ah. Gibt's das auch mit, Nein, nicht mit Sakura. Aber hier Blumenschild. Gemüseschild. Das ist ja alles so süß. Und ein Kuhschild. Oh, Honigschild. Verzierungssachen. Oh, das ist ja süß. Material? Nee, wir brauchen gerade nichts. Wir würden... Ich will kein Dekor kaufen. Ich will... Ach nee, geht da nicht, Leute. Die arbeiten ja schon an... Oh, ich bin so doof. Die sind ja gerade dabei, sag schon... Den Stall fürs Pferd zu bauen. Ich Doofnuss. Das habe ich irgendwie gerade total vergessen. Ich dachte irgendwie, das geht schneller. Aber geht's nicht. Sie meinten ja einen Tag und hab ich mich da wohl geirrt. Passiert. So, habt ihr heute offen? Wunderwerkstatt hat Sonntag offenbar geöffnet. Ist ja gut. Nur Dienstag haben sie zu.
Das ist sehr nett von Ihnen, nur einen Tag zuzuhaben. Was geht ab, Bro? Ich weiß gar nicht, was ich ab will, aber ich will das auf jeden Fall. Werkzeug verbessern. Oh, wir haben jetzt genug. Ich brauche noch zweimal Gold. Dann habe ich eine Goldgießkanne. Gieß eine gieß große Bereiche auf einmal. Diese Kanne kann alles. Ich brauche sie. Oh, die braucht auch super viel. Oh mein Gott, ich kann den Silberangel machen. Nein, 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 ich spare jetzt auf die Goldgießkanne. Ich spare auf die Goldgießkanne, Leute. Ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll, weil ich immer keine Energie habe. Aber hey, ich schaffe das schon. Lol. Okay, ich würde vorschlagen, wir gucken mal an den Strand. Aber da scheint jetzt auch wieder ein neues kleines Happening zu sein. Wir gucken mal. Ein Pinguin-Happening, I guess. Wir gucken mal, was passiert. Hallo? Oh, die Folge ist auch schon wieder ziemlich lang. Naja, das machen wir jetzt hier noch. Ich gehe heute mal mit Ori spielen, falls er da ist. Da ist er. Hm? Was macht er denn? Hey, was machst du da, Ori? Oh, du bist es, Nobita. Hast du mich erschreckt? Oh, tut mir leid. Was machst du da? Ich habe Papa beim Arbeiten zugeguckt. Du hast Kai zugeguckt? Ist er drin? Ja, er kümmert sich um den Laden. Oh, ist er schon wieder beschäftigt? Ja, wie immer. Hey, Nobita. Wie kann ich meinen Eltern nur helfen? Mama ist immer krank und Papa immer so beschäftigt. Ich möchte helfen, aber ich weiß nicht, wie. Ach, du bist ja erwachsen für dein Alter. Ach, so wie du dir Sorgen um deine Eltern machst. Okay, mache ich. Danke, Nobita. Wir können deine Mama nicht einfach gesund machen, also fangen wir mit deinem Papa an. Aber mein Papa ist echt beschäftigt mit dem Laden und der Hausarbeit. Was kann ich tun? Oh, ich weiß. Wir könnten ihm doch im Laden helfen. Im Laden helfen? Ja. Dann hat dein Papa mehr Freizeit. Und wenn er mehr Freizeit hat, kann er mehr davon mit dir verbringen. Klingt super, aber schaffe ich das auch wirklich? Das ist selbst für Papa anstrengend. Ach, die Sperre arbeitet natürlich nicht, aber es wird schon etwas geben, was du tun kannst. Ich kann auch helfen. Komm, wir schlagen das Kai vor. Okay. Okay. Ori! Ihr Jungs wollt mir helfen? Das weiß ich zu schätzen, aber ihr müsst das wirklich nicht tun. Deine Mutter wäre ganz schön sauer, wenn sie wüsste, dass ich meine Arbeit auf ihren kleinen Jungen abwälze. Egal, ich will dir helfen. Und wenn ich im Laden mitarbeite, verbringe ich mehr Zeit mit dir. Oh, Ori. Wie kann ein Vater dazu Nein sagen? Das rührt mich so sehr. Du bist so ein hilfsbereiter Junge. Wie habe ich es nur geschafft, einen solchen Engel aufzuziehen? Oh, ich kann auch helfen. Ach, du auch, Nobita? Sogar Oris Freunde sind so nett, wie sie nur sein können. Ach, ich könnte nicht glücklicher sein. Okay, ich werde mir was einfallen lassen, bei dem ihr beide mir das nächste Mal helfen könnt. Das wird toll. Hurra! Oh. Wie er sich gefreut hat. Er ist so cute, der Daddy. Oh, okay. Jetzt sage ich auch langsam mal Tschüss. Die Folge geht schon fast 30 Minuten. Das ist schon wieder viel zu lang. Ich will eigentlich immer so um die 20 Minuten machen. Also eigentlich immer so 15 bis 25 Minuten. Und es gibt schon einige, die böse Kommentare schreiben, wenn es unter 20 sind. Und dafür gibt es aber auch immer mal diese Ausreißer hier. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.